Willkommen zurück zu Tales of Arise. Der zweite Lord ist besiegt. Wir haben eine extrem krasse neue Rüstung für Elfen. Lore wird uns jetzt auch begleiten. Genauso wie Rinwell, die wird nicht hierbleiben. Zum Glück. Ich meine, natürlich wollen wir alle dabei haben. Wir brauchen auch mindestens 4 Leute für eine volle Gruppe. Ich nehme an, dass 4 Leute eine volle Gruppe sind. Ich weiß es nicht. Ist aber immer so gewesen meistens, glaube ich, oder? Na egal. Gut, aber ich würde ganz ehrlich jetzt gar nicht in die neuen Gefilde aufbrechen wollen. Ist ja schön, dass wir alle so schön losziehen könnten, aber es gibt irgendwie noch gefühlt viel zu tun hier, oder? Erstmal haben wir ein Gespräch. Hey, did you make off with that armor while none of us were looking? Because I've gotta admit, you look pretty snazzy in it. He didn't steal it, if that's what you mean. Bregan gave it to him as a parting gift. Ah, right. Although it makes sense, I guess. It's like a symbol of rebellion in its own way. Which is why it should have been your father wearing this, not me. I don't know. I don't think he could have pulled it off like you, man. I wonder what the last wearer of this armor was dreaming of for Syslodia when they decided to rise up and fight. Who knows? Anyone who could have answered that is long gone. Truth is always lost with the departed. Are you saying there's no point in trying to understand why they gave up their lives? No, only that it's impossible to know for sure. Look, I can tell that you're concerned about Syslodia's future, but we do have other things to take care of. You can't shoulder all of the world's problems, Alphen. If you try to, you'll only find yourself buried by the weight of it all. Yeah, I know. My path is forward, and I'll do what I can. Here and now. Wir haben auch noch mehr Gespräche. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt Lore gespielt. Ich habe Lore mit Lore sogar den Lord bekämpft und besiegt. Aber ich weiß jetzt schon, dass es nicht meine Art von Spielweise ist. Ich würde erstmal gerne wieder auf Rinwell zurückwechseln. Bevor ich das vergesse, mache ich das eben fix. Ich habe sie auch gar nicht wieder gespielt, nachdem sie doch auch ihre Aerial-Zauber jetzt gelernt hat. Da muss ich mich erstmal gewöhnen. Alles klar. Law als blinder Passagier. You were born in Calaglia, right, Law? Hm? Oh yeah. It's scalding hot all the time there. So I was shocked when I learned Syslodia is the exact opposite. Not to mention dark. Not anymore, thankfully. How did you even manage to cross the border between realms? All 5 realms are supposed to be closed off due to the nature of the crown contest. What? Is this an interrogation now? I didn't mean it like that. I just figured if a Danon like you was able to slip between realms, it could come in handy later. Ah, good thinking. I don't think I really did anything all that creative, though. What? Don't tell me you climbed over the walls of fire. Oh, hell no. Not even Zoogles could do something that crazy. Nah, I stowed away. In what? Oh, you'll like this. The realms don't maintain much contact with each other. But there are resources each is looking to trade for. So, there are cargo convoys from each of the lords that go around a few times a year to lend those resources to each other. Oh yeah, I remember hearing about that. That was the only time the gates of Calaglia would ever open up. Right. Obviously, they don't let Danons ride with them. So I snuck on board inside some cargo instead. So you were carried out of the realm? You did great not getting caught. Way to go. Let's just say I've always had a knack for sneaking around since I was little. I was also really desperate to get the hell out of Calaglia at the time. I had more guts than brains that day. If I had a guess, I probably wasn't the first one to ever do something like that. Danon or Renan. I wonder if that's how Ganabelt was able to hear about what happened in Calaglia so quickly. So in other words, we should always assume that the enemy is informed about whatever it is that we may be up to, wherever we go. Ja, in Sachen Ganabelt, Rinwell ist irgendwas aufgefallen bei Ganabelt, ne? Als er, glaube ich, Magie zu casten begangen hat. Etwas, was sie sehr erschüttert hat und etwas, was sie auch dazu bewegt hat, einige Fragen Richtung Borsef zu stellen. Was genau das ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Gut, aber wie ich gerade schon sagte, ich glaube, es gibt noch rein theoretisch einiges zu tun. Und zwar erstens, ich würde jetzt tatsächlich erstmal zum ersten Mal backtracken wollen, und zwar zurück nach Calaglia, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir mit unserem guten Freund Law
in der Lage sein könnten, diesen Stein wegzumachen, der in Caladria war. Da ist auch eine Quest in Mosgul. Ist die neu oder habe ich die damals übersehen? Also es geht erstmal nach Ulzebek. Da war nämlich die Geschichte mit dem Typen, der sich neue Kleidung besorgen wollte. Das war er hier. Und hier ist auch eine neue Quest aufgetaucht. Ich würde sagen, jetzt wo wir zwei Lords besiegt haben und eine Vierergruppe haben, ist die Zeit gekommen für ein bisschen Backtracking. Ich habe natürlich auch nicht vergessen, dass in dem Gefängnis hier, von dem Gefängnisturm unten, in den Hintergrund... If only we could have flown with the wind to get here faster. Haben wir mehr oder weniger getan, aber ihr müsst wahrscheinlich trotzdem laufen, ne? Ja, dass da auch dieser komische doppelköpfige Wolfshund war. Also den müssten wir eigentlich auch nochmal irgendwann konfrontieren. I think there's someone in trouble here. Und deswegen sind wir auch hier. Let's see what they have to say. Deine Quest hätten wir immer noch nicht machen können, bin ich mir sicher, mein Freund, aber irgendwann vielleicht mal. Ich habe gehört, dass was mit Zephyr geschehen ist. Klingt so, als hättet ihr viel mitgemacht. Hört mal, allen Mitgliedern der Karmesinkrähen sind die Risiken bewusst. Wir werfen euch nichts vor, also macht euch deshalb nicht fertig, ja? Würde ich sagen, also bisher hat keiner hier was Neues zu sagen, aber ihr, du und er müsst ihr was zu sagen haben, zumindestens. Ich könnte jetzt vieles über Zephyr sagen, aber ich lasse es. Ich werde weiter seinen Willen ausführen und mein Bestes geben, um Calaglia wiederzubeleben. Das ist das Richtige und so hätte er es gewollt. Ach, du bist es, ja. Du hast eine Quest für uns, okay. Ja! Täuschen mich meine Augen oder sehe ich da wirklich das Flammenschwert? Mann, wie ist dir ergangen? Das Schwert haben wir auch mitgenommen übrigens, ne? Nicht nur die Rüstung. Ist wahrscheinlich auch ausgerüstet worden, muss ich mir mal angucken. Hey! Du musst mich wirklich nicht so nennen, Grena. So wie es aussieht, hast du alle Hände voll zu tun. Hast du echt Zeit für einen Plausch? Oh, ich mache gerade Pause. Schön und gut, dass wir Karmesinkrähen in die Hand genommen haben, Calaglia zu entwickeln, aber ich sag's dir, mir steht es bis hier mit den Leuten und ihren verdammten Problemen. Just great. Klingt so, als hielten sie sich ganz schön auf Trab. Hey! Auf Trab ist noch zu milde ausgedrückt. Ich hab nicht mal Zeit für mein Nickerchen. Manchmal wage ich jetzt fast zu denken, es war einfacher, bevor wir die Strahlaugen zum Teufel gejagt haben. Naja, nicht wirklich, du weißt schon. Aber kann ich euch um einen Gefallen bitten? Einer unserer größeren Sorgen derzeit ist der Mangel an Unterkünften. Derzeit haben wir die Leute in provisorischen Hütten einquartiert, aber was mir wirklich vorschwebt ist, jeder Familie ein eigenes Zuhause zu bieten. Das Problem ist, dass es hier nicht viele Orte gibt, die den Elementen trotzen, aber weißt du, was perfekt wäre? Das verlassene Dorf in Iglia. Wenn wir dieses Dorf nutzen können, sind wir auf einem guten Weg. Darf ich dich bitten, dass ihr euch dort umsieht und schaut, ob es geeignet wäre? Klar, ich schaue es mir an. Good. Aber klar, ich helfe gern, so gut es geht, um dir zumindest eine Sorge abzunehmen. What? Elfen. Das Gebiet ist ein Zirkelbrennpunkt, also glaube nicht, dass es einen Zuckerschlecken wird. Tut mir leid, dir noch mehr aufzubürden, aber vielen Dank. Ja, wir haben Zeit dafür, Schieren, ob du glaubst oder nicht. Wir brauchen die FP vor allen Dingen. Und ich helfe dir gerne. Is this your idea of atonement? I never put much thought into what would come after liberation. Don't expect me to help you with this sort of thing in the future. Oh doch. Oh doch, das wirst du immer tun. So, wenn wir gerade dabei sind, ich wollte tatsächlich auch kurz die Outfits wieder... Also, hat es eigentlich einen Unterschied hier bei Emils? Nee, okay. Er hat jetzt diese Rüstung an. Gut, das ist perfekt. Passt ja perfekt. Ich wollte bei ihr wieder runter. Das habe ich jetzt eigentlich nur für Schneegebiet so ein bisschen gemacht. Ziehe ich mal kurz, hatte ich das an. Ich finde das zwar irgendwie am unattraktivsten. Ich finde dieses komische ausgewaschene Blut irgendwie seltsam. Aber warum nicht mal für eine ganz kurze Zeit? Was soll's. Ich muss sagen, die Beamtenuniform hat ein bisschen besser gefallen, aber das ist natürlich Geschmackssache und er soll wohl seine Hauptkleidung tragen, das ist in Ordnung. Viel wichtiger ist jetzt die neue Waffe. Sündenschlechter Klinge. Ein Schwert, das zu einem danischen, kein dänischen, Helden gehörte, der gegen einen ungerechten Herrscher kämpfte. Seine pechschwarze Klinge durchbohrt die Sündigen. Das Ding ist auch stärker, als wir bis vorher hatten, also... spricht nichts gegen, das ausrüsten zu lassen. So, hast du mittlerweile neue Kleidung? Immer noch nicht. Mhm. Okay, gut. Dann bist du wohl noch weiter entfernt mit deinem Abschluss. Ich will erstmal zu dem Felsbrocken gehen. Wo dieses Dorf ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich wollte erst zum Felsbrocken.
Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den jetzt wegräumen können mit der Fähigkeit von Okay, off we go. Und ganz ehrlich, ist es sogar ganz gut, wenn wir mal ein bisschen durchlaufen. Nicht für den Gegnern, die taugen nicht viel, aber die ganzen Ressourcen hier, ne? Die ganzen Kartoffeln und Weizen-Sammelpunkte sind ja auch nicht verkehrt. Kartoffeln haben wir nämlich gar nicht mehr so viele, glaube ich. Hey, die wachsen eher hier. Yeah, the one for that recipe. You always have an eye for food. Okay, die Gegner sind immer noch super aggressiv mir gegenüber, egal wie stark ich bin. Gut zu wissen. Und wie stark wir mittlerweile sind, oder? Hi, Hoodle! Come on, come on! Right there, Less talking, more pummeling. Wow, die platzen so weg, ich muss gar nichts machen. We're in good form. Das war gerade diese komische neue Luftklinge, ne? Wo hab ich jetzt alle Arzt mal draufgepackt bei ihrem Schwalbenflug? Okay, das geht auch wirklich nur gegen Gegner, die auch in der Luft sind, ne? Das ist auf jeden Fall kein Angriff, der nach unten geht. Die Wasserrutsche könnte sinnvoller sein in der Regel. Achso, das ist das Dorf hier vorne. Okay. Das machen wir dann als zweites. Ich würde erst gerne jetzt dahin, wo ich unten wollte. Das war, glaube ich, da hinten. Durch die Spalte da vorne durch. Ach, kommt ja. Eben schnell vermöbeln. No back here, sir! The tide of battle has turned. That's the power of comrades in arms. Well, looky here. Ja, die machen wirklich gar nichts mehr. So, eigentlich erwarte ich jetzt hier durchzukommen. Ja, ja, aber anscheinend nicht. Sie sagen immer noch, sie haben garstigen Zeugel eingesperrt und ich darf da nicht hin. Okay. Ich frage mich, ob es trotzdem mit seiner Fähigkeit zusammenhängen würde, durchzukommen. Aber ist ja nicht so, dass es umsonst gewesen wäre, ja zu kommen. Wir haben ja offensichtlich neue Quests bekommen. Unter anderem jetzt hier vorne dieses Dorf. Ich weiß nicht, ob man das jemals Zeuge sicher machen kann, weil die leben ja überall in der Umgebung. Aber gut. There's the Zugel we were asked to handle. Wow. Die haben keine Chance gegen uns, glaube ich. Die sind so schnell tot, wir müssen wieder alles beziehen, das ist Wahnsinn. A lot of it's buried, but some of it could still be usable. Only if we drive off the Zugels, though. Is the area worth the trouble? I suppose we won't be running out of work anytime soon. Okay, war das ausreichend, was Nachschauen angeht? Hätte man die Quest schon viel früher machen können, gehe ich fast schon aus. Weil auf der Karte wird gar nichts mehr angezeigt, also gehen wir einfach direkt ins Dorf zurück. Aber hey, wir konnten hier ein bisschen Kartoffeln auffüllen. Ein bisschen Weizen, ein paar Pilze sogar. Ich empfehle euch, mich in Ruhe zu lassen. Besser für euch. I think it's safe to rest here now. Ich kann mal was mit ihm sprechen. Ja! Oh, Affen, hast du dich im Dorf umgesehen? Sorry. Tut mir echt leid, Grinner, aber das Dorf ist ein Reinfall. Es ist wenig da, was man noch verwenden könnte, und es wimmelt von Zeugen. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es nichts wird, aber ich muss es wenigstens versuchen. Damn it. Ich habe keine anderen Ideen und die Dinge sind so wahnsinnig wie eh und je. Wir sind echt am Ende unserer Kräfte. Hey. Ich kann dich gut verstehen, Grenner, aber weißt du, mir ist vorhin etwas klar geworden. Bevor wir Kalakia befreit haben, wäre es völlig undenkbar gewesen, dass Leute dich um Hilfe bitten und die Dinge besser machen wollen, oder? Aber jetzt können die Leute genau das tun. Und das ist doch ein Zeichen, wie frei die Leute jetzt sind, meinst du nicht? Dass die Leute die Chance haben, für ein besseres Morgen zu arbeiten, verdanken sie der Freiheit, die sie jetzt genießen. Es mag im Moment eine Menge sein, aber das ist nur ein Stolperstein auf dem Weg zu einem besseren Leben. Leichter gesagt als getan, ich weiß, aber du verstehst, was ich meine. Weißt du was? Du hast recht. Das ist nichts, worüber ich mich beschweren sollte. Das ist unser Flammenschwert, stets weise. Ich hab doch gesagt, du sollst mich Alpha nennen.
Aber ich bin froh, dass du es jetzt positiver siehst. Gotcha. Absolut. Wenn wir das hier überstehen, wird Kalaria doch noch ein lebenswerter Ort. Danke, dass ich bei dir mal Dampf ablassen durfte. Hast du was dagegen, wenn ich mal wieder auf dich zukomme, um über andere Sachen zu sprechen? Right. Nein, überhaupt nicht. Sehr schön, das sind die saftigen FP. Für FP machen wir alles. You seem happy for someone who just went on a wild goose chase. Hey, when you're free, there's no need to sweat the small stuff. Oh, it's no skin off my nose. But if we're done here already, can we get back to our mission? Nein. Da gebe ich dir eine ganz klare Antwort, denn ich habe gesehen, in Moskau gibt es wohl auch eine Quest. Und die würde ich auch gerne abschließen. Es wäre cool, wenn wir doch immer mal Cole wiedersehen würden. Den haben wir doch immer noch nicht wiedergesehen, was ich weird finde. Mir fast schon Sorgen machen muss um den. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Ach, Cole, du bist es, oder? Ich bin so froh, dass diese miesen Typen uns nicht mehr antun wollen. Vielen Dank, Eisen. Alfen. Schön, dass du noch lebst, Cole. Oh. Bist du es, Alfen? Was traust du denn noch in der Gegend? Ich hätte zwar gesagt, dass du gern wiederkommen kannst, wenn du dich mal ausruhen willst, aber das ist etwas früh für ein Wiedersehen, oder? I guess. Jetzt, wo du es sagst, es sieht wohl echt so aus, als würde ich es etwas zu leicht nehmen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Alright. Ja, wenn das so ist, warum hilfst du mir nicht mit Weilchen aus? Es gibt immer genug zu tun. Da hat man gar keine Zeit für irgendwelche Sorgen. Mir geht zum Beispiel gerade der Pfeffer aus und ich könnte etwas Nachschub brauchen, sollte ich dabei haben. Ich setze ihn sowohl in Medizin als auch in Konservierung ein. Und wenn du mir damit hilfst, bist du all deine Sorgen erst einmal los, garantiert. Wir haben, was du brauchst. How's this? Wenn du das brauchst, wir haben gerade etwas. Reicht das? So viel zu meinen Sorgen, ne? Das habe ich doch keine Ableckung bekommen. Oh. Oh, genau das habe ich gesucht. Danke. Könntet ihr dort auf mich warten? Ich koche mal ein Spezialrezept damit, nur für euch. Ah, ein neues Rezept mit Pfeffer. Klingt schon mal ein bisschen mehr nach Geschmack. How's this? Ja, wie fandest du meinen selbstgemachten Kebab? Wow. Das war die beste Mahlzeit, die ich im ganzen Jahr gegessen habe. Ich wusste nicht, dass du ein so guter Koch bist, Doc. Ich hatte doch schon eine Ahnung, dass es genau das Richtige für dich ist. Das Geheimnis liegt allein im Pfeffer. Seine Erinnerung liegt, glaube ich, ein Jahr zurück. Deswegen sagt er passenderweise, was er im ganzen Jahr gegessen hat, weil er gar nicht wissen kann, ob er schon was Besseres gegessen hat. Na gut. Ich bringe dir gerne das Rezept bei, damit du ihn dir unterwegs selbst machen kannst. Das klingt sehr gut. Das wäre super. Danke, Doc. Rezept für Kebab. Und zwei Tränke des Lebens sind auch sehr wertvoll, da wir einige verbraucht haben. Ich habe auch einen Schmankerl. I was wondering why she'd gone quiet. She's still eating. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war gerade so verwirrt von ihrem Essengeräuschen. Egal, kann nicht so wichtig gewesen sein. Lass mich raten, du bist hier, weil du dich wieder einmal verletzt hast, oder? Nö, eigentlich geht uns gerade ganz okay. Aber neues Essen, das freut mich gerade sehr. Ist das irgendwo aufgezeichnet? Ich meine, wir können es jetzt spätestens, wir haben es lesen, wenn wir das Essen zubereiten. So machen wir es einfach. So, das war's, glaube ich, dann auch schon wieder hier. Da hatten wir alles geholt. Ich würde mal kurz eine Sache austesten, was diesen Bereich anbelangt. Und zwar einmal kurz hin und her laufen. Ob Hudel vielleicht reagiert, weil ich glaube, Hudel reagiert auch immer am Eingang eines Gebietes, wenn noch eine Eule da ist. Hatte ich bisher zumindest den Eindruck. Okay, off we go. Na, hier gehen wir jetzt nicht lang. Wir laufen straight zurück nach Moskau. Wir hatten hier damals eine Eule gefunden, die war ziemlich versteckt. Aber vielleicht gibt es hier noch eine. I think it's safe to rest here now. Ne, scheinbar nicht. Gut. Dann ist die Frage, haben wir überhaupt irgendwas zu tun hier? Ich und meine Steuerungsfähigkeiten so. Ich glaube fast nicht. Ne? Wenn wir da Quest offen sind, die Sterne zeigen uns an, dass da noch eine Quest ist, die ich bearbeiten kann. Was mich wundert, weil hier nämlich etwas angezeigt wird. Achso, den riesigen Zeuge. Ja klar, natürlich. Und die Spielhochstiege sagen mir, ob da eine Quest übrig ist. Ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben wir das hier erledigt. Dann würde ich sagen, es sind auf jeden Fall noch Quests. Das wundert mich nicht, aber wir gehen ganz kurz zum Eulenwald. Da sollten wir eh nochmal hin. Und das bietet sich gerade an. Der Eulenwald. I think Hoodle senses something. Ich frage mich, ob er immer noch was sensed, weil
hier eine andere Eule ist oder ob er einfach nur die Eulen spürt. Das ist halt sehr weird, ne? Weird, weird. Na gut. Neue Belohnung. Scharlach-Erbgewand. Gewand, das in einem Magierclan von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Das Feuerrot zeugt von der Stärke der Willenskraft seines Trägers. Blaues Erbgewand. Das lebhafte Blau symbolisiert die Zärtlichkeit des Trägers. Look, it's all the owls we found. I guess this was their way of thanking us for finding them. It looks like they're grouping up by color. Is that a thing? Actually, the color of Danon Owl's feathers is based on their maturity and their astral energy element. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we found in each domain. They seem to be saying something. Maybe they're thanking us for finding their buddies. Then again, maybe they're telling us that we have more owls to find. I think the queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the queen is worried about sowing any ill will with us. We'll do our best, so don't worry, I think. Can you understand them? Of course not. I'm just inferring. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine them saying. Oh. Well, I think you're pretty close to the mark, at least. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs over this. Oh! I think that was a thank you. Seems like it. From both of them. Hoodle seems happy with this. Isn't that nice, Rinwell? Huh? Oh, yeah. Absolutely. Okay. Gut. Wir gucken uns mal kurz die andersfarbigen Gewänder an. Die waren jetzt für Renwell, wenn ich das richtig gemerkt habe, verstanden habe, ja. In Rot haben wir sie jetzt einmal und in noch blauer. Ja, ist ein bisschen dunkleres Blau, ne? Okay. Dann tauche ich sie doch jetzt mal in die Farbe Rot. Einfach mal ein bisschen zur Abwechslung. Warum nicht? Gut, das war das. Jetzt müssten wir zurück nach Sisoden und gucken, was wir da noch so annehmen können. Denn Bregons Versteck ist offensichtlich die einzige Quest. Dann werden wir auch genau da die Quest eben annehmen. Und dann würde ich tatsächlich, bevor ich den Ort hier verlasse, erstmal schauen wollen, wie das aussieht mit dem Vieh im Keller. Im Kellergefängnis. Ich werde nie vergessen, was Zephyr von seinem Tod gesagt hat. Er war ein wahrer Held. Ich bin wirklich dankbar für alles, was ihr und Zephyr für dieses Reich getan habt. Ich danke euch von Herzen. Right. Oh, hier seid es wieder. Danke nochmal für eure Hilfe. Well? Nicht der Rede wert. Wie läuft der Wiederaufbau? Ich will nicht behaupten, dass alles perfekt klappt, aber wir kommen ordentlich voran. Gerade versuchen wir alle Leute, die von den Schlangenaugen verschleppt wurden, wieder nach Hause zu holen. Das Problem sind immer wieder die Zeuge. Sie machen es schwierig, irgendwo hinzugehen. Wenn wir nur eine Handvoll mehr erledigen könnten, würden wir zurechtkommen, aber wie? Hey, Elfin, meinst du, wir könnten da was Zeit aufbringen, um den Leuten hier auszuhelfen? Mit den Zeugen, meinst du? Ich bilde mir nicht ein, dass ich damit alles wieder gut machen kann, aber ich will trotzdem helfen. Wir kümmern uns drum. Got it. Klar. Es gibt auch noch eine Aufgabe, wie für uns gemacht. Helfen wir in Law. Wo sollen wir beginnen, Bregan? Right. Schön, dass ihr an Bord seid. Geht bitte zur Nervira Eiswüste. Wenn ihr dort draußen ein paar Zeuge erledigen könnt, würde uns das echt helfen. Je eher man das Gebiet sicher durchqueren kann, desto eher können wir die Leute nach Hause bringen.
Vielen Dank, ihr beiden. Erliegen der Herden in der Eiswüste. Jetzt, wo Manneke weg ist, brauchen wir wohl einen neuen Anführer. Vielleicht werfe ich meinen Hut in den Ring und schaue, was passiert. Du kannst es gern versuchen, aber ich bezweifle, dass jemand besser geeignet ist als Bregon, nachdem er uns alle wieder zusammengeführt hat. Mag sein, aber ich finde trotzdem, dass wir jemanden mit etwas mehr Ausstrahlung brauchen könnten. Ja, Bregon hat so ein bisschen dieses Standard-NPC-Design gefühlt. Ja, vielleicht ist es ganz gut, jemanden zu haben, der nicht so auffällig ist. Okay, Rasten können wir hier zumindest witzigerweise nicht mehr. Manneke, ich hab dir vertraut. Wie konntest du uns verraten? Ist das denn in dem alten Dings oder haben sie jetzt irgendwo innen aufgemacht? Keine Ahnung. Im alten Versteck wollte ich übrigens sagen, nicht Dings. Ja, dann machen wir erstmal die Quest, würde ich sagen, die wir gerade bekommen haben, oder? Das bietet sich ja eigentlich an. Schon gehört, schon gehört. Schrei doch nicht so. Ich bin nicht gewohnt, dass du so laut sprichst. Dieser alte Mann kriegt ja gleich ein Herz, Kaspar. Tut mir leid, du hast recht. Wir müssen immer die Stimme senken, wenn wir freireden wollten. Okay. Einmal zur Eiswüste. Die Gegner sind alle hier oben an der Straße. Hätte ich auch einfach von da aus laufen können, ne? Wir fangen einfach von da aus an, das ist ja auch okay. Würde ich behaupten. Oder auch nicht. Moment. Nein. Das ist ein schnell Rasselbund. Okay, klar, da müssen die Grünen auch benutzen. Aber das ist ja egal. Ob wir von links oder von rechts anfangen. Einmal den Hauptweg entlang. If only we could have flown with the wind to get here faster. Rasten brauchen wir noch nicht, das spare ich mir mal. Das sind schon die ersten. Sorry, Nervensägen. Go no further! Whatever you do, just stay away from this forest! Air thrust! You made quick work of them! Want me to pick up your slack then? Just pointing it out! Ach, du schon ziemlich einfach, wer die Gegner zu besiegen. Go no further! Sweet now, we're in the home stretch, guys. What she said? Eyes on the prize. That focus goes double for you, Mom. Me? How come I get singled out? Und die Berserker Horde. Kein großes Thema. Alles alte Gegner. Raging Cascade! Freaking does it! Rising Wyvern! I'm only getting air! It's like trying to keep up with a wall! Here I come! Lightning! Lightning! Raging, here goes! Come and face me! I'll end you! Searing air thrust! Raging Cascade! Raging Strike! First strike! Meine Behauptung, dass ihr was bei weniger krass als der von Gegnern, das wohl un war, weil ich glaube, sie macht auch einfach drei Wasserfontänen, nur weil der Gegner sich weniger bewegt, fällt das nicht so auf. Gut, das war schon alle Gegner. Aber spielt nichts dagegen, davor noch eben den Salat abzuernten, würde ich sagen. Und das war sogar noch ein schnellerer Standort, einmal durchzulaufen. Das war es sogar wert. Schön. I think it's safe to rest here now. Ah ja. Hier ist jetzt ein Gasthaus. Was es vorher noch nicht gab. War schon mal ein guter Grund, da mal reinzugehen. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Es gibt sogar wieder richtigen Waffenspielchen. Das ist jetzt ein Unterschied, macht mich mal gespannt. Das ist dann wahrscheinlich der Accessoire-Hersteller. Wenn ihr einen Metallbauer sucht, seid ihr an der richtigen Adresse. Das kann ich euch fertigen. Hast du nämlich neue Sachen mittlerweile? Immer noch nicht, ne? Dann wüsste ich nicht, was ich von dir will. Das ist das Problem. Und ich habe auch nichts zum Aufwerten. Ich will auch kein Geld dafür ausgeben, wenn ich ehrlich bin. So, aber verkaufen könnten wir ein paar Sachen. Ja. Das ist sogar eine ziemliche Stange Geld. 4.500. Ich habe noch nie so viel Geld bekommen beim Verkaufen. Auf einem Haufen.
Neue Waffen werdet ihr wahrscheinlich nicht anbieten. Nee. Das sind alles die Standardsachen, die wir von hier kennen. Ein normaler Händler hätte noch sinnvoll sein können, aber den werden wir eh bald... Ach, da ist schon einer. So viel dazu. Ich habe noch 5 Tränke des Lebens, das reicht mir. Neue Rüstungen habt ihr keine? Nein. Ich kaufe noch ein paar Eier, noch haben wir keine gefunden und dann habe ich ein paar auf Vorrat, falls jemand ein Rezept für Eier bekommen. Kriegen wir bestimmt bald ein Omelette oder sowas. Klassiker-Dinger. Man kann nie einfach fröhlich sein und den Moment genießen. Man weiß nie, welcher Freund vielleicht hinterrücks den Schlangenaugen rapportiert. Es ist schrecklich, so über Freunde und Bekannte zu denken, aber stimmt. Na gut, die Zeit müsste eigentlich jetzt ja vorbei sein, oder? Hoffe ich mal. Weißt du, nach allem, was geschah, hätte ich nie gedacht, dass wir je nochmal zusammen was trinken gehen würden. Was sagst du mir? Es fühlt sich immer noch völlig surreal an, dass ich raus bin. Okay. Wir rasten mal nicht. Immer noch, glaube ich, nicht nötig. Wir laufen jetzt mal ganz in Ruhe zum Gefängnisturm. Gucken, ob im Weg noch irgendwelche Leute zum Quatschen sind. Ob ich irgendwas sehe auf der Karte, was ich mir anschauen sollte. Nee. Wir sind ja eh gerade nach den ganzen Sequenzen am Hauptplatz gespawnt worden. Wären wir da durch die Tür gelaufen, wären wir eh hier rausgekommen. Und da geht es wahrscheinlich weiter in die nächste Region. Das ist ja der einzige Weg, der noch bleibt, ne? Was anderes kann es ja nicht sein. Hier passiert sogar noch was, das dachte ich mir fast. Okay. Danke, nette Frau. Nächstes Mal bringe ich Mama mit. Das wäre toll. Ich kann es kaum erwarten, euch beide zu sehen. Ah, das ist die Frau, die damals verhaftet wurde, die sich um die Kinder gekümmert hat, ne? Also die hieß zumindest auch fürsorgliche Frau und sah genauso aus. Hey, du bist doch diese Frau, die... Ja. Kennen wir uns? Tut mir leid, nein. Ich hab nur laut gedacht. Yeah! Hey, du bist doch der Kerl, der bei der Befreiung von Kalaga geholfen hat. Das war ziemlich beeindruckend. Ich frage mich, was die ganzen Leute, die ich verpfiffen habe, mit mir anstellen werden. Mich vertreiben oder mich sogar foltern? Könnt ihr nicht mal Vorwürfe machen, nachdem was ich getan habe? Ich dachte, du würdest dich um deine Eltern kümmern. Ja, naja, sie sind gestorben. Das habe ich mir damals nur gedacht. Was du getan hast, war vielleicht falsch, aber du bist noch am Leben. Und solange das so ist, ist es nie zu spät, dich zu bessern. Wirf den Rest deines Lebens nicht weg, nur weil deine Taten bereust. Lore fühlt das. Willst du mir damit sagen, dass ich mich jetzt, da meine Eltern fort sind, um andere kümmern soll? Du hast leicht reden. Du bist ja auch ein Held. Du kannst den Rat annehmen oder nicht. Ich sage dir nur, was ich an deiner Stelle tun würde. Sei froh, dass du nicht an meiner Stelle bist. Also, was hast du jetzt vor? Wir werden Dana befreien, damit niemand wie du je wieder solche schweren Entscheidungen treffen muss. Ja, irgendwas in dem Dreh habe ich erwartet. Einen dreckigen Verräter wie mir wird niemand jemals verzeihen. Aber irgendwas muss ich tun. Ich frage mich, ob wir das immer mitbekommen werden, was er dann tun wird. Ich werde deinen Rat wohl annehmen und mich bemühen, meine vergangenen Fehler wieder gut zu machen. So, eigentlich wollte ich aber erstmal hier lang. Wir haben ja tatsächlich sogar... Fällt kurz rein, es gab 2 Sachen noch. In den Turm. Nicht nur unten das Gefängnis, sondern dieses Bücherregal, für das man einen Schlüssel benötigt. Haben wir jemals einen bekommen? Frage ich mich. Mal abgesehen von üblichen Aufzugschlüsseln am ersten Aufzug und dann später das Aktivierungsfeld. Ich wüsste nämlich nicht. Ist das irgendwas, wo man viel später erst zurückkehren soll? Ein Buch ist auf jeden Fall noch sehr aggressiv hier drin, ne? Ich gehe mal zuerst zu dem Bücherregal zurück. Auch wenn ich nicht erwarte, dass da irgendwas passieren wird. Weil ich habe meines Wissens nach nichts Neues. Aber ich müsste auch noch mal ganz nach oben, vielleicht in den Bossraum. Vielleicht ist da irgendwas Neues, könnte ja sein. Also Gegner sind bislang zumindest nicht mehr da. Ja, hier hat die Rüstung gestanden. Da waren sie nicht so klug genug, sie rauszunehmen. Wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn sie jetzt immer noch da gewesen wäre. So, das Büro. Und hier war nämlich dieses Bücherregal. Wir haben halt keinen Key. Okay, wir gehen nochmal ganz nach oben in den Bossraum.
Und wenn ich da nichts finde, dann geht man davon aus, dass der Key entweder vom Hund verschluckt wurde und ich ihn erst besiegen muss, oder dass es erst irgendwie viel später zum Tragen kommt, wo man da hinkommt. Kann ja auch absolut Nebenquest sein oder irgendwas Verstecktes sein. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt von dem Fahrstuhl zu Fahrstuhl laufen muss. Die haben hier nicht einen durchgängig, sondern zwei verschiedene. Das ist minimal umständlich. Aber daher keine Gegner mehr sind. Ich kann auch sprinten. Das vergesse ich so konstant, weil ich finde das Lauftempo von ihm völlig ausreichend. Aber man kann ja auch sprinten. Und genau in solchen Situationen ist es dann doch praktisch. Ich hätte schon Quick Travel nutzen können, ne? Ja, Quick Travel stimmt. Geistgefäßturm. So, irgendwas hier, was vorher nicht da war, oder was? Wir konnten ja noch nicht durchsuchen hier irgendwas, aber nee, hier scheint mir nichts zu sein. Das heißt, dann bleibt mir höchstens nochmal in den Keller zu gehen. Dafür werde ich jetzt aber auch den Quick Travel nutzen, was ich hier nicht kann, aber ich könnte durch ins Haupt... Ja, genau. In die Haupthalle unten wieder rein. Oh, ich muss jetzt die Quest mit dem Zeuge noch abgeben, ne? Die ich gemacht habe. Das ist auch noch wichtig. Machen wir gleich auch noch. Besiegt habe ich sie zwar, aber ich habe mich belohnen lassen dafür. Ich rechne fast, bis die Tür nicht aufgehen wird, aber ich speichere lieber vorher. Okay, das ist echt weird. Ich frage mich wirklich, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich war immer recht gründlich. Aber ich gehe nochmal ganz kurz durch die Gefängniszellen durch. Falls ich da irgendwas Leuchtendes übersehen haben sollte. Ich war nicht in jeder extra drinne, weil das Leuchten ist ja schon von ein paar Meter weiter weg zu sehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier noch ein bisschen offen ist, was mit dem Hund ist und mit dem... Bücherregal. Ich werde wahrscheinlich aber sicherheitshalber mal zwischen den Folgen gucken. Nicht spoilern technisch, sondern mal so rückblickend gucken, ob ich hätte hier was tun können. Das wäre schade, das zu verpassen. Wenn das immer später ist, dann ignoriere ich das einfach und dann warten wir ab. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch direkt wieder reisen und zwar ins Versteck. Und die Quest noch eben einlösen. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Da würde ich fast behaupten, dass wir so ziemlich alles gemacht haben, ne? Bevor wir aufbrechen. Hm? Wie läuft's mit dem Zeugen in der Nevira Eiswüste? Kommt ihr voran? Right. Mehr als das. Wir haben alle für dich aus dem Weg geräumt. Das Gebiet sollte fürs Erste sicher sein. Wow, gute Arbeit. Das macht es deutlich einfacher für die Leute, in ihr Zuhause zurückzukehren. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Glaubst du wirklich, für die Leute ist wieder alles gut, sobald sie zurück sind? Ich meine, man muss sich klar machen, alle, die verhaftet wurden, wurden von irgendjemandem angeschwärzt. Wir haben klargestellt, dass es für uns alle ein Neuanfang ist. Vergeltung üben ist verboten. Damn. Du kannst doch nicht erwarten, dass die Leute einfach... Hm. Ich weiß, eine Regel allein reicht nicht. Glaub mir, ich bin nicht naiv. Aber wir alle müssen uns, so gut es geht, einander von unserer Vergangenheit stellen, bevor wir in die Zukunft schauen können. Ja, man kann vermutlich nicht einfach so tun, als wäre jetzt geschehen. Zwei Tränke des Lebens, Geld und FP. Suki? Do you see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little thing. Er hat gleich noch eine Quest für uns. Vielleicht hat die mit dem Hund zu tun im Keller vom Gefängnis. Oh, hey! Hey, Bregan, können wir sonst noch was tun, um dir zu helfen? Right. Aber klar, dürfte ich euch bitten, eine kleine Umfrage unter den Leuten zu machen? Eine Umfrage sollen wir machen, okay. Was für eine Umfrage? Wir müssen viele verschiedene Meinungen einholen, wie wir diese Stadt in einem lebenswerteren Ort verwandeln können. Hm. Aber wegen der ständigen Überwachung, unter der wir alle litten, müssen die Leute erst noch ihre Stimme finden. Und du meinst, um herauszufinden, was die Leute denken, wäre es am besten, einfach zu ihnen zu gehen und sie zu fragen? Genau. Kann ich auf euch zählen? Yeah! Ja, das kriege ich hin. Ich bin daran gewöhnt, um herzugehen und mit Leuten zu reden. Du hast doch nichts dagegen, Alphen, oder? Alright. Ganz im Gegenteil. Machen wir uns ans Werk. Super, danke euch beiden. Dann befragt doch für den Anfang ein paar Leute in der Stadt und schaut, wie es läuft.
Gut, dann haben wir noch eine Quest, dann machen wir die auch jetzt. Dann machen wir eine kleine Umfrage. Das schaffen wir vielleicht noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange dauert. Ja, mal sehen. Ja! Na, wenn ihr die Meinung der Stadtbewohner einholt, ich habe was, was ihr den Silberschwertern ausrichten könnt. Sagt ihnen, dass sie uns Händler endlich frei handeln lassen sollen. Die Strahlaugen sind weg, also verstehe ich nicht, woran es hapert. Hm. Ich meine, unter uns gesagt, unser Nachbarreich Calaglia wohl kurz vor unserem Reich befreit, richtig? Also, während wir uns hier noch den Hintern abfrieren und warten, könnten wir längst dabei sein, einen ordentlichen Wirtschaft zu entwickeln. Richtet ihnen das aus. Ich will nicht, dass die Konkurrenz uns voraus ist. Pff, wow. Ist hier noch jemand zum Fragen? Nein. Aber wir müssen eh zum Brunnenplatz, nehme ich mal an. Also laufen wir einfach direkt durch. Guck mal, Brunnenplatz wird noch jemand sein, Gasse wird noch jemand sein. Ich freue mich so, dass die beiden mit ihrem Vater wieder vereint sind. Wenn er nicht überlebt hätte, wäre mir das Herz gebrochen. Oh, das freut mich. Das sind die Töchter, ne? Die den Laden übernommen haben in der Zeit. Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, meine Bäckerei wäre erledigt, wenn ich jetzt sehe, wie meine beiden Mädchen sie die ganze Zeit am Leben gehalten haben. Mir steigen die Tränen der Rührung in die Augen. Wenn ich nur daran denke, macht das Kneten etwas schwierig, aber das ist es wert. Kommt nur herbei, wir haben für alles extra leckeres Spezialbrot im Angebot. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Außerdem haben wir handgeklebtes Brot von meiner Schwester und von mir da. Das ist etwas spezieller. Eins muss ich meinem Vater lassen. Er arbeitet schon wieder, nachdem er gerade von den Flutlichtern zurück ist. Ich bin stolz, sein Sohn zu sein. So, wo ist denn hier die nächste Umfrageperson? Da oben neben dem Gasthaus scheinbar. Wer hätte gedacht, dass der Himmel so schön ist? Ich bin den Helden dankbar, dass sie unser Land Licht wiedergegeben haben. Die Sonne kenne ich nur aus Legenden. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich mit eigenen Augen sehen darf. Bist du sicher, dass die Remea nicht zurückkommen? Ich würde es nicht ertragen, wenn wir diesen Schatz ein Talisman geraubt würde. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ehrlich gesagt. Da kann ich dir nichts versprechen. So, Umfrageperson 2. Was ich an Cicillin ändern würde, fragst du? Tja, eine Sache fällt mir tatsächlich ein. Die Hinrichtungsbühne auf dem Hauptplatz. Es sollte eine Priorität sein, sie abzureißen. Jedes Mal, wenn ich an den schrecklichen Dingen nur vorbeikomme, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Du verstehst sicher, warum. Ja, das ist verständlich. Also, es gibt auch eigentlich zwei Orte, wo ich mit einer Umfrageperson rechne. Einmal hier und einmal in der Gasse. Ich glaube nicht auf dem Hauptplatz, da ist glaube ich keiner. Ja, da vorne ist jemand. Du fragst die Leute, was aus Sisto denn verschwinden soll, und es kann alles sein. Naja, in dem Fall. Unter Gunnerwells altem Anwesen gibt es dieses riesige unterirdische Gefängnissystem, weißt du noch? Ich war dort eingesperrt. Mir egal, wie es los wird, begrabt es, jagt es in die Luft, was auch immer. Solange es nie wieder als Gefängnis dienen kann. Okay, vielleicht führt diese Quest noch eine Quest. Did we get everything? Yeah, let's report back to Bregan. Ich glaube einfach, Dana wäre ohne solche Grauen auf der Orte besser dran. Ein Traum für die Zukunft sozusagen. Gut, dann müssen wir gar nicht weiter suchen. Dann gehen wir direkt zurück ins Versteck. Melden, aber ich habe das Gefühl, die Sache mit dem Gefängnis könnte notwendig sein, dass wir da erst diesen Köter rauskriegen, ne? Always good to be back in familiar territory. Wäre nicht undenkbar. I see. Verstehe. Die Leute wollen also, dass die Hinrichtungsbühne verschwindet. Das kann man ihnen kaum verübeln. Alright. Der Händler hatte auch recht. Das sollten wir ebenfalls priorisieren. Das Problem ist, dass wir mit diesem unterirdischen Gefängniskomplex anstellen sollen. Glaub mir, ich will es genauso, dass dieser Ort für immer versiegelt wird, aber da haust noch ein Bewohner, der die Sache etwas verkompliziert. Ah ja. Hörst du von einem Zeuge? Ja, immerhin ist er in einer Zelle eingesperrt, aber solange er sich noch da rumtreibt, traut sich keiner, einen Fuß ins Gefängnis zu setzen. Ich meine, das wäre natürlich absolut grausam, und das hätte auch ein Zeuge nicht verdient, aber trotzdem könnte man das Ding einfach sprengen, oder? Wäre dann ja egal. Got it. Also, wenn wir uns um ihn kümmern, ist das Problem gelöst, oder? Was würdet ihr für uns tun? Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich euch um so viel große Gefallen bitte. Hier sind die Schlüssel zur Zelle. Das Biest ist groß und garstig, selbst für Zeuge. Passt drin gut auf euch auf, ja? Ja gut, das machen wir dann nicht mehr heute.
dann werden wir wohl noch einen kleinen Abschnitt in der nächsten Folge haben, wo wir uns ein bisschen um Sachen kümmern. Und zwar in diesem Fall um diesen Zeuge. Wir sind nicht gerade voll mit, ja, ich sag mal, Heilung und so weiter, ne? Das heißt, ich würde die Folge, glaube ich, am liebsten jetzt einfach im Gasthaus beenden. Dann können wir nämlich mal schön rasten und uns nächstes Mal in Ruhe um den Zeuge kümmern. Ich frage mich, ob das vielleicht dann auch noch mit der Bibliothek, mit den Büchern, mit dem Bücherregal zusammenhängt. Da hätten wir sogar alles hier erledigt, was wir noch offen hatten. Für mich zumindest offen hatten. Dann könnten wir vielleicht auch in der nächsten Folge, denke schon, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit uns aufmachen in neue Regionen. Aber rasten wir doch erstmal fein. Das ist das neue Kebab. Scheiben vom Fleisch, das im Spieß gegrillt wurde. Der Geschmack hängt hauptsächlich von den verwendeten Zutaten und Gewürzen ab. Da kann Lore mit klarkommen. Er verbraucht wahrscheinlich 25% mehr und erhöht die Wirkung 50%. Reduziert die Dauer um 25%. Okay, also er reduziert die Dauer um 50% und erhöht die Wirkung. Ich meine, ich glaube, ein Kampf läuft jetzt ja nicht ab. Wenn man das kurz vor dem Bossfight essen würde, wäre das gar nicht so schlecht. Aber so ist das nicht so geil. Das ist ja fast schon stressig. Nee, das machen wir. Essen wir da jetzt nicht, oder? Doch, wir essen das. Wir essen das und damit können wir den Wolf bekämpfen. Ich schaffe das wohl in 5 Minuten dahin zu kommen nächstes Mal, oder? Mit Schnellreise? Bestimmt. 3 Minuten. This is perfect. Wohlgemerkt. I'll have everybody's mouths watering when they see this. Beinahe vergessen, dass es nur noch 3 Minuten sind, nicht wahr? Na gut. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir dann noch die Wolfsgeschichte. Vielleicht ja auch noch das Bücherregal, wenn wir das dürfen. Bis dato beenden wir erstmal hier die Folge. Bye bye, bis denn.